Hallo Leute, wir sind hier ein Willensdorf und ja, wir hatten letztes Mal überlegt, vielleicht hier die Kutschen durch einen Zug auszutauschen. Da müssen wir drüber nachdenken jetzt und nach dem Intro werden wir das nochmal genau recherchieren. Da würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Hier stehen jetzt wie viele Leute? Fünf zur Burg. Es sind aber gerade keine unterwegs losgefahren, sondern die sind alle hier hinten. Hier stehen drei, fahren drei, hier fahren sechs. Und hier steht niemand, weil gerade eine Kutsche da war, die hier jetzt ist und die sechs mitgenommen hat. Okay. Ist die Frage, ne? Also da steht niemand, hier stehen fünf. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Hier stehen fünf, die wollen auch zur Burg. Hier fahren sechse mit. Und hier sind noch 14. Da muss noch, da ist die Kutsche. Da sind sechs drin. Also es ist ein bisschen Bedarf da, ne? Aber ja, müsste man mal gucken, ne? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das machen oder nicht. Eigentlich lieber nicht. Die 14 hier, aber da kommt das Entscheidende ist, dass hier gar keine Schiffe lang tuckern, ne? Hier zwei Passagiere von Willensdorf losgefahren. Wo sind die anderen? Hier? Ja, der fährt nach Willensdorf. Hat allerdings 16 geladen. Der kommt von hier, glaube ich, ne? Hier sind noch 34 nach Willensdorf. Das bedeutet, wir müssen eher hier noch ein Schifflein draufbringen. Das sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Dann kaufen wir uns hier noch eine Fähre. Das war das Postschiff, ne? Ja. Und setzen das auf Motorschiff Schwandorf, Willensdorf. Na komm schon. Ja. Und kopieren wir mal und starten den. So, der fährt jetzt. Die 34 Passagiere, die sind ja schon entscheidend, ne? Die sitzen hier unten gerade aus. Oh, hier sind aber Ettlingen, Bayreuth, Willig, Überwillig. Ja, das geht hier lang einmal. Aber Zweibrücken ist hier. Okay. Und da sind jetzt genug drin, oder wie siehst du das? Ja, ist voll, okay. Aber wir haben ja da auch noch einen am Fahren, ne? Auch 16 drin. Und wir stehen hier noch. 33, okay. Aber ich würde jetzt sagen, eine Kutsche mehr, eine Dingens hier mehr ist zu viel, oder? Er fährt jetzt auf jeden Fall schon mal da hoch. Das ist schon mal gut. Da warten wir aber noch ein bisschen mit der zweiten. Bayreuth, Ettlingen, Willig. Die wollen alle ins Inland. Wie viel hat er geladen? Drei, die nach Bayreuth-Waldhafen wollen. Also, nee, da brauchen wir nichts machen. Wie ist mit ihm hier? Ah, der ist fast voll. Wir stehen hier 14. Davon wollen drei nach Bayreuth, okay. Und hier sechs nach Ettlingen, da fährt aber gerade kein Zug hin. Oh, hier ist ein Häuschen hingekommen. Hier stehen 17 in die andere Richtung. Und hier ist noch ein Abzweig, okay. Ich glaube, wir gucken mal gerade noch mal schnell nach den Städtchen. Sortiert nach Einwohner und andere Richtung. 306 Neubrandenburg. Okay, das ist aber hier zwar ein neues Stückchen Straße, da ein neues Stückchen Straße, aber der Rest ist noch nicht passiert. Willig, da sind wir schon gewesen. Das ist das Haus. Bad Mergentheim. Okay, das ist aber auch abgedeckt. Aber hier ist auch noch ein Stückchen angekommen.
Zwei Brücken, ja, da ist auch ein Haus, aber das ist auch noch im Rahmen. Und Ettlingen, ja, haben wir gesehen. Königsbrunnen, oh, Königsbrunnen braucht eine Haltestelle. Königsbrunnen braucht eine Haltestelle. Und dann würde das die erste Stadtkutsche in Königsbrunnen sein. Wie sieht es mit Köln aus? Köln hat auch ein Häuschen gekriegt, aber ist abgedeckt. Jena hat auch ein Häuschen, aber ist auch abgedeckt. Lüneburg auch ein Häuschen, auch abgedeckt. Bad Zwischenahn hat auch ein Häuschen, ist aber auch abgedeckt. Und jetzt Gütersloh hat noch kein Häuschen. Doch, hat auch ein Häuschen, aber ist abgedeckt. Okay. Und wie sieht es mit Bünde aus? Oh, Bünde braucht auch eins. Eine Bushaltestelle. Wir haben sie hier schon die Straße für gebaut eigentlich, ne? Bünde. Und was ist mit Achim? Achim auch, aber abgedeckt. Und Erlangen? Erlangen dürfte es noch nicht haben, ne? Nee. Und Bayreuth auch nicht. Wilnsdorf auch nicht. Ne, die anderen sind noch nicht. Das heißt, wir haben Königsbrunnen, da brauchen wir eine Kutsche. Und eine Bushaltestelle. Dann lass uns die gerade bauen. Hier ist es ja ziemlich easy, ne? Ah, oder auch nicht, ne? Weil da hat die Stadt musste da jetzt auch unbedingt was hinbauen, ne? Ja, tut mir leid, aber das muss weg. Weil da meine Haltestelle muss da hin. Das geht jetzt nicht anders. So, jetzt ist nur die Frage, von wo geht die Reise los? Von hier irgendwo, da ist es. Wir brauchen da ein Gespann und dann brauchen wir hier den Bus mit der großen Kutsche. Und das wird neuer Fahrplan. Neue Linie. Und die Linie heißt dann Stadtbus Königsbrunn. Jetzt müssen wir natürlich da unten wieder hin. Und dann diese Haltestelle mit der Haltestelle verbinden. Und hier hat noch keiner Enter gedrückt. Das machen wir mal. Königsbrunnen wird so geschrieben. Naja. Und dann ist das fertig. Und das ist fertig. Und dann können wir hier Königsbrunnen auswählen wahrscheinlich. Ja. Und starten. Gut, und dann war. Ja, wenn man es jetzt noch wüsste, ne, wäre cool. Bünde war es, oder? Ja, Bünde war es. Bünde braucht auch einen Stadtbus. Das heißt, diese Straße muss da geändert werden. Und zwar von da nach da machen wir weg. Und dann kommt da die Bushaltestelle hin. Dann passt's. So, und dann müssen wir gucken, wo wir hier. Da ist das, okay. Können wir gerade zumachen, können wir reingehen. LKW, das. Und die Kutsche. Neue Linie. Nee, oder? Doch, neue Linie. Stadtbus. Bünde. Passt. Da und da. Hier oben brauchen wir noch einen Schuss. Dann zu. Und dann können wir starten. Gut, dann haben wir das auch. Erste Stadtbusse unterwegs. Und ich glaube, den können wir jetzt fahren lassen. Gut, wie sieht es hier aus? 45, 27 davon nach Bünde. Wer weiß, wie viel da weiterfahren wollen. Stehen da schon welche? Ettlingen Rathaus, ne? In andere Richtung steht leider auch noch keiner. Ah, aber die Kutsche ist ja auch noch nicht da. Die fuhrwerkt hier noch rum. Da ist er. Ja, wird werden, denke ich mal, ne? So, was macht der Zug hier? Hat 21 Fahrgäste. So, jetzt hatten wir das mit den
Städten, die sind wir durch. Die zwei haben wir gemacht. Jetzt gucken wir nochmal nach Haltestelle. Nochmal wartend. Andersrum. Und Gütersloh hat die ganz vielen Leute. 85. Zwei Brücken. Wo ist der jetzt hier unterwegs? Der ist noch zwei Brücken unterwegs. Okay. Und ist voll. Welcher wartet hier? Das ist der bestimmt von Bad Zwischenahn, ne, oder? Nee, zwei Brücken. Okay, der ist dann da hinten auch für da. Dann ist das nicht verkehrt. Die werden dann auch abgeholt. Ja, das sieht dann gut aus eigentlich. 16 davon. Haben wir gerade einen Tacken schneller. So, der kommt jetzt an und müsste die 22 hier abholen, oder? Ja, die waren da mal, ne? Die sind alle weg auf jeden Fall. So, und der ist jetzt mit 22 geladen. Passt. Ja, da wollten wir nochmal reingucken vielleicht und gucken, wo die anderen alle hin wollen. Neubrandenburg fährt nach oben. Hier ist aber kein Zug. Jetzt ist der hier. Brandenburg-Rathaus kommt der gerade an. Ist mit 14 besetzt. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie viele da einsteigen. 7, okay. Und der fährt jetzt nach Gütersloh? Ne, Fahrziel Köln-Rathaus. Da passt was nicht, oder? Oder war der, ach, der fährt hier nach Lüneburg auch noch durch, ne, oder? Da muss doch hier noch einer sein, da ist er. Okay, der hat 15 geladen, fährt dann hier lang mit den 26 und die kommen dann nach Neubrandenburg, ne? Jetzt drängt der sich hier auch noch vor, ne? Ja, 8 Stück nach Gütersloh. Und mitnehmen tut er niemanden, ne? Oder war das jetzt Bad Zwischenahn? Da habe ich aber nicht drauf geachtet. Aber war es, glaube ich, nicht, ne? Ah, 13 sind doch drin. Gut, einmal schneller. So, jetzt werden es hier mal weniger. 62. Lüneburg ist die Richtung da. Ah, 6 sind stehen geblieben, ne? War jetzt nicht ideal. Da sitzt hier keiner auf der Strecke noch, ne? Jetzt, obwohl, wo war denn jetzt gerade hier einer? Ach, der ist zurückgesprungen. Der kommt jetzt wieder, aber das dauert ja ewig, bis der bei Lüneburg dann ist, ne? Lüneburg-Burg, das dauert ewig. Ja, was macht unsere Marge denn? Okay, die sieht jetzt hier komischerweise ziemlich gut aus, aber das sind die Jahre, wir wollen ja Monate. Okay, da war es unten, da war es dann hier. Minus 16 und jetzt hier 76 und jetzt sind wir bei minus 7. Wie viele Tage haben wir diesen Monat noch? Oh, nur noch 3. Wollen wir da noch hochkommen? Gute Frage, ne? Das ist jetzt nicht so toll, dass wir da im Minus bleiben und auch schon 3 Monate jetzt im Minus sind, ne? Hier war letztes Mal Plus. Und das war knapp. Das sind die weiten Anfahrtswege der Schiffe, könnte sein, ne? Tut sich gerade nicht doch, 7,3. Ist gerade wieder einen kleinen Tacken schlechter geworden. 7,34. 7,09, okay. Wird bestimmt knapp, dass wir da ins Plus kommen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, na, das hier, das ist auch gar nicht so dolle, dass da immer welche warten müssen, ne? Vielleicht sollten wir da mal schauen, dass wir mehr zweigleisig ausbauen hier. Machen wir hier noch eine Gleis hin. Haben wir den ja nicht verbunden? Und Signale da dran, ne?
So. Dann können die da auch schon mal schneller weiterfahren. Ja, hier sieht das auch irgendwie nicht so doll aus, ne? Hier sind Ausweichen. Da haben wir im Endeffekt auch eine. Hier haben wir jetzt besser gemacht. Hier ist auch so ziemlich langes Stück, ne? Lass uns das mal auch noch mal machen. Signale da. Und da. Weil der ist nämlich jetzt hier am Stehen und der würde jetzt warten, wenn der hier lang fährt. So sieht's aus. Und jetzt kann der. Ah, der wollte trotzdem. Na super. Naja, vielleicht war das noch, weil das noch frisch gebaut ist. Das könnte auch sein. Und hier ist auch noch so ein langes Stück. Da müssen wir auch noch was machen. Naja, ist ein bisschen schwierig hier so zu sehen, ne? Ich glaube, wir machen dieses hier. Ja, wir machen erstmal hier. So, dann können Sie da erstmal ein Stück weiterfahren wieder. So, dann haben wir da auch noch eine Weiche mehr. Eine Ausweiche, ne? So, und dann, da haben wir was. Hier ist doch auch viel zu lang, oder? Da oben ist was. Lass uns hier nochmal ausweichen. So ist gut. Hier unten machen wir das auch nochmal. Ich weiß zwar nicht, ob es hier nötig ist, aber ich hab's dann, ne? Ich weiß nicht, wo sie stehen nachher. Keine Ahnung. Vielleicht fährt hier auch nur einer. Köln, Jena, Königsburg, da fährt nur einer. Aber wir haben es jetzt erstmal. Wir können ja erstmal gucken. Die Städte sind ja hier auch super am Wachsen. Wie stehen denn hier überhaupt zum Wegfahren? Jena, Köln, also das sind 12, die von da unten weg möchten. Wir sind jetzt hier drin. Noch 27 nach Königsbrunn oder über Königsbrunn, aber über Königsbrunn. Krass, 4 über Königsbrunn. Die Kutsche hat die ersten Fahrgäste auf jeden Fall. Und hier stehen 15, die nach oben wollen. Und hier stehen schon welche. Tatsächlich, da stehen schon 8. Und wo ist die Kutsche? Da oben kommt sie. Ja. Dann wird's werden, oder? Hier Köln nach. Ja, nach da unten will jetzt keiner. Neubrandenburg. Doch, da Königsbrunn 3. Okay, nicht so viele. Ja, der eine zu, aber die Frequenz ist so schlecht, das ist das Problem, ne? Ja. Müssen wir so lassen erst. Hier stehen 40. Aber ich denke mal, wir gucken da weiter in der nächsten Folge rein. Hier oben nach Achim und so. Und Bad Mergentheim, da gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, hier stehen aber viele. 65, alle nach, ne, bis auf 3, alle nach da oben.